Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück an Empress Gaming und zu Assassin's Creed Valhalla, wo ich hier beim Spawn plötzlich einen Gegner Wert habe. So, nachdem wir das also geklärt hätten. Ja, die Gegner sind halt hier direkt im Mittel gespawnt. Konnte ich halt nicht viel machen. So, wir wollten nämlich eigentlich uns eine Quest schnappen, beziehungsweise haben schon eine. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Finde ein Geschenk für Gunlöd. Und dazu müssen wir in Trims Haus. Und das ist hier untergegangen. Also vermute ich ganz stark, dass wir tauchen müssen. Und es scheint aber nicht so super kalt zu sein. Das Wasser. Das ist schon mal gut. Also wir kriegen hier keinen Frostschaden. Und so wie das ja in Norwegen am Anfang durchaus der Fall war. Kann ich hier auch rechts rum irgendwie? Ja, nee, das war schon mal falsch. Nee, hier geht's nicht durch. Ist hier sonst noch was? Nee. Also, dann tauchen wir hier einmal rein. Dann schauen wir uns noch kurz um und dann können wir hier direkt auftauchen. Ach, ich weiß, warum wir nicht erfrieren. Weil wir ein Gott sind. Hm. Könnte was damit zu tun haben, ne? Loki often tells the tale of how Thrymir stole Thor's hammer. It seems his account of Thor's rage was no exaggeration. Eine hastig gekritzelte Nachricht. Der Gott des Donners ist unter uns. Der Jötun-Töter hält seinen Hammer in der Hand. Er kam verschleiert und im Hochzeitskleid und Trim, blind vor Lust, hielt ihn für Freier, der Esel. Als er seinen Schleier abwarf und Mjölnir ergriff, rannte ich. Ich höre ihn morden. Ich höre die Schreie meiner Brüder und Schwestern. Ich habe mich eingeschlossen, doch kein Schloss wird diesem Hammer widerstehen. Ich kann nicht hinaus. Er kommt. Ich kann nicht hinaus. Ups. Kann ich da irgendwas kaputt schießen? Nope. Das heißt, wir müssen da drüben irgendwie raus dann. Okay, machbar. Schlüssel nehmen wir mit. So, wo kommen wir hinten raus? Irgendwo ganz woanders. Was waren da eigentlich drin in der Truhe? Ich habe gar nicht aufgepasst gerade. So, hier sind wir reingekommen. Und ich vermute, da müssen wir hoch. Achso, und dazu müssen wir dann tatsächlich. Ja. Ich habe gar nicht gesehen, dass da Leute eingefroren sind.
Ja, gut. Thrymir's helmet bashed in by Mjolnir. Many Jotnar have been sent to their fate with a blow of Thor's hammer. Ah, und jetzt sind wir in Trims Haus. Bridal circlet. This would be a gift worthy of Gunnlöder's attention. Na, hoffentlich. Aha, und hier oben ist der Hinterausgang. Ich wollte es einfach mal versuchen. Ja, und dann sind wir hier oben an diesem Haus rausgekommen. Ah, okay, cool. So, und dann sind wir hier ja eigentlich schon richtig, würde ich behaupten, oder? Habe ich irgendeinen anderen Questmarker aktiviert? Ein denkwürdiges Fest. Verschaffe dir Zugang. Zumet, finde Suttung und sprich mit ihm. Wie viele Teile brauche ich hier? 31. Das sind wahrscheinlich alle, die hier rumliegen, ne? Ja, da schauen wir mal. Utgard haben wir hier. Die Kammer von Utgard, der verzauberte Turm. Eine Grotte, die Feste von Utgard und eine Festhalle. Reicht. Oh Mann. Das ist natürlich auch ein bisschen stressig. No sense trying to change fate. What counts is how you face it. Jammed. Need to get on the other side. Ich kann es gar nicht einschießen. Wozu habe ich das Ding dann bewegt? Ah. Diesen Schlüssel nehmen wir natürlich mit. Und die Korrespondenz lesen wir natürlich auch.
Tagebuch des neuen Bewohners. So lange habe ich gewartet. So lang. Seit dem Tag, an dem ich herausfand, wo Gengnur seinen Preis versteckt hatte. Gengnur, Legende der Kampfgruben, der vor 4 Jahren das große Turnier gewann, nur um wenige Tage danach an seinen Wunden zu sterben. Niemand fand je heraus, was er mit seinem Gewinn getan hatte. Niemand außer mir. Doch wäre ich mit einer Spitzhacke dort hineingegangen, hätten sie alle etwas abhaben wollen. Also wartete ich ab, bis der Alte tot war. 7 Jahre wartete ich, bis die Erde ihn aufnahm und ich sein Haus nehmen konnte. Bald beginne ich mit dem Graben. Wenn die Nacht dunkel und der Mond von Wolken umhüllt ist, bald ist es soweit. Was lange währt, wird endlich gut. Und hat er gegraben und was gefunden? Aber woher? Ah, okay. Verloren auffällig, dass ich mit einem Bogen daneben stehe. Ich höre doch hier noch was. Klimpern. Ich dachte, wenn es ausgeräumt ist, hört es auf zu klimpern. Oh, hi. You are small to my eyes, stranger. Small in stature, but great in deed. I am the one they call Havi, the High One of Asgard. And I come bearing a great gift. Your name is known to me. But what could mighty Suttungr want that a little thing like you could provide? Your great cauldron, stolen by Hymir's sons. Let this offering be a beginning to the end of our hostilities. Such a small thing, yet so much deeper than it seems. Appearances can be deceiving, can they not? Well spoken, Harvey. Our people may be enemies, but you have earned your welcome here. Thralls, an honored guest has come. Prepare a feast! I hope also to meet your daughter, Gunnlodha. I have heard much of her skill in the mystical arts. She will be toiling at her work, as ever. But be forewarned, she shuns the company of others. I could summon her to the feast, if you like. We might discuss matters of alchemy on the way. That would please me. You will find her in her grotto, up the path... Within the circle of stones. Have a care, though. You are safe in my presence, but you wander Utgard at your peril. I will be discreet. And Harvey, be kind. Gunnlodha is different from you and I.
Mhm. Anders. Ja, ist doch eigentlich ein ganz netter Mensch. Riese, Jötun, Jötna. Komm ich hier nicht weiter hoch? Udins Uder. Hey, du, Egi Gott. Was geht hier? Ah, okay. Ja, beruhigt euch. Kiste ist verschlossen, klare Sache. Ah, okay. Plan eines Thralls. Ich bin also Surungs liebster Thrall, ja? Der erste unter den Sklaven, das bin ich. Welch eine Ehre, der oberste Baumeister des Herrn zu sein. In Schnee und Eis zu arbeiten, bis meine Finger schwarz sind. Nun, dieses Sonderrecht hat seine Vorteile. Ich komme den Schätzen des Herrn nahe und habe mir auch einen Schlüssel geklaut. Jetzt warte ich nur auf den richtigen Augenblick. Wenn ich dieses Joch abwerfe, mich nach Asgard begebe, werde ich etwas brauchen, um die Überfahrt ins Paradies zu bezahlen. Ich schätze mal, das wird nicht mehr klappen, weil ich gerade den Schlüssel geklaut habe. Komm ich hier so rüber? Ja. So, zur Grotte rüber sollen wir. Nehmen wir das hier noch mit? Was auch immer es sein mag. My father was a thrall, as is my wife, as will... Ich muss doch eigentlich genau drauf gucken, oder nicht? Aber ich sehe es schon wieder so gar nicht. Hä? Wo zum Kuckuck? Aha. Hans, mein Wörner aus der Bin gleich alle durch. Besides Dukur the Bone!
I heard you calling for a fighting partner. Two fight with two. That is the rule. But have no fear. You'll have little to do but watch as Duggar the Bold destroys his foes. Okay, cool. You seem to be having trouble finding someone to join you. Proud fools. They are afraid I will show them up with my fighting prowess. You're not afraid, are you? Nee, nee. What is my reward if I help you? Besides the glory of victory? Well, I have traveled far in this realm. I would be willing to share the location of some rare treasures. I had expected fearsome opposition in the Jotnar fighting pits. Fearsome, yes. Too fierce for you. But you can stand behind me. I'll deal with them single-handed. I like your confidence, at least. I'll take this challenge. And you won't regret it. For Duggar the Bold is not only a great warrior, but a shapeshifter of peerless skill. Pick an animal. Any animal. I will take on that form in the combat to come. Ja, Bär oder Lux? Ich sag Lux. I have always found the Lynx a swift opponent. Ah, you favor speed and agility over strength. A good choice. Now, for combat. Rabbit! What good is a rabbit? Ist ja geil. Was ist eigentlich mein Kampfpartner? Der sich in Hasen verwandelt. Super. What in hell's name was that? A rabbit? Did you hope to nipple your opponents to death? Well, by making myself seem feeble, I made them lower their guard. All in a day's work for Duggar the Bold. Are you even able to transform into a real beast? Of course I can. Anything I want. I just don't want to right now. I'd better get some reward for carrying you in that fight. Or I'll stick your bob-tailed arse in a stew. I found a note on a dead traveler. It will lead you to treasures and secrets. At least, I hope it will. Oh, wow. Habe ich eine Schatzkarte gefunden? Luxhinweise. Schauen wir natürlich mal rein. Oh, Backe, wo sind die? Ja. Hier ist Thors Reif. Den Reif trug Thor, als er sich als Freier auf deren Hochzeit mit Trim ausgab. Nun steht ein einsamer Turm, wo einst zwei Brüder waren. Klettere hinein in diesen steinernen Speer und du findest den anderen. Einst schickte eine gefallene Schlange eine mächtige Flotte in den Untergang. Suche den Pfad zwischen Fels und Borke und du findest ihr Grab. Okay. So, gibt es hier drin noch irgendwas zu holen? Ist das hier drin? Niemand zu Hause. Habe ich? Ja, habe ich.
Hervorragend. Gut, dann nehmen wir die Quest in Angriff. Oh, Fertigkeitspunkte. Vielleicht noch nicht sofort. Vielleicht auch erst beim nächsten Mal. Mal schauen. So, hier drüben waren wir irgendwo beschäftigt. Hier. Speerschaden brauche ich halt überhaupt nicht. Du ignorierst Schlagunterbrechungen, während du das nächste Mal mit deiner Nebenhand berührst oder einen Spezialangriff ausführst. Dieser Effekt lädt sich nach einigen Sekunden wieder auf. Mist. Ah, der andere Käfig hier ist einfach heil geblieben, ne? Ich dachte, das Feuer greift hier über. Ja, mit dem kann ich nicht reden. Zeit? Ja, eine kleine. So, wo muss ich hin? Hier direkt in die andere Richtung. Ich sollte mich hier in den Straßen wahrscheinlich echt nicht blicken lassen. My father was a thrall, as is my wife, as will our children be. Biege ich hier gleich links ab? Ach, das ist eh wieder alles verheimlicht hier. No sense trying to change fate. What counts is how you face it. War brings glory, but there is no greater joy than a plump harvest. Achso, ich muss das Ding hier ziehen. So Tungur is always thinking. Don't trust anyone that thinks that much. Oh, ein Haufen von den Typen. Ist natürlich ungünstig. Ich sehe schon, wie ich hier gleich eine Schlägerei anzette. Darauf irgendjemand reagiert. Hinten habe ich irgendwo jemanden rennen sehen. These walls are strong, but alone for the peace of. Ich habe drüben gepfiffen. Könnte sein, dass er ein bisschen schwerhörig ist. So, ich habe Schreie gehört. Ah,
Da scheint alles gut zu sein. So, Schlüssel haben wir. Wo ist die dazugehörige Truhe? Dort liegen drin. Letzte Hoffnung eines Dieles. Sie kommt mich holen. Ich habe es mir genommen und nun kommen sie. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es vermissen. Sie hatten so viel. Ich laufe schon so lange davon. Ich bin es leid, ich kann nicht mehr. Vielleicht kann ich mit ihnen reden. Vielleicht sind sie vernünftig. Ich denke nicht. So, hier sieht es einigermaßen safe aus, würde ich sagen. Ich beende die Folge hier für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, auf jeden Fall zum Fest abholen. Macht's gut, um's dann. Ciao.